True. Danke schön, Mensch. Hey, jetzt könntest du wieder Holz mitbringen. Okay, mackig. Ja. What's the biggest random dust here? Musst du aufpassen, wo du hinreitest. Danke, Andi, für dein Loot. Wie viele Betten haben wir mittlerweile stehen? Eins, zwei? Eins. Ich habe mal ein paar Schlafsäcke gemacht. Ich lege die mal auch in die Werkbank. Ja. Ja, nice. Endlich Metallwerkzeug. Stimmt, das war ich, was ich vergessen habe. Irgendwie habe ich einen Bug. Ich will, man kann ja die Spitzhacke wegpacken, wenn man Bären farmt und so zum Beispiel. Aber irgendwie holt er die Spitzhacke bei mir nicht mehr raus. Gar okay. Nicht mehr? Na. Das ist so. Ich relogge mal kurz. Das ist etwas nervig. Wenn ich wüsste, wo dieser Redwood Forest ist, ey. Ich bin mal kurz AFK. Jo. Es gab doch, glaube ich, auch Metallrüstung, oder? Ja. Kannst du die schon bauen? Nee. Das dauert auch noch ein bisschen. Ich müsste doch von hier oben mal irgendwie einen Anhaltspunkt an Redwood Forest oder so sehen. Aber ich sehe hier wirklich nur Schneegegend. Felsige Gegend, dann ist der Leuchtturm. Dann müsste ich ja eigentlich schon in Richtung reiten. Bist du da durch so einen großen Wald irgendwie und Schneegebiet gewandert? Jetzt gerade noch nicht, aber vorher ja. Der Schneegebiet war immer so auf meiner rechten Seite. Ich habe das eigentlich gemieden. Also bist du eher unten am Strand oder? Nee, oben in den Bergen, aber halt nicht im Schneegebiet. Pferdearme Elud. Schattenmensch, danke für dein Pferdearme Elud. Mein Kita wird eher. Ja. Hier ist zwar rote Erde, aber das ist ja nicht Redwood Forest.
So, wieder da. Baby. Danke. Leute, hinten rennt ein Affe rum. Boah, wird der Affe erst so von keine Ahnung was angegriffen da hinten? Ein kleiner Affe oder wie? Oh, diese dicken Backpots. Ne, Terror Birds greift da gerade Affen an, wow. Einen großen oder einen kleinen Affen? Einen großen, also hier diese, wie heißen die? Was mit Bitikus, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall Terror Birds. Das sieht aus wie ein Ureinwohner, ey. Hat den Terror Bird gekillt. Ja, geil, du bist ein cooler Affe. Die sind echt stark. Kannst du auch passiv zähmen. Mit Mädchenbären. Ich bin jetzt. Wenn du denen zu nahe kommst, greifen die an. Das ist so nervig. Dann kommt ein Terror Bird, der macht dir die ganze Arbeit zunichte. Ich bin hier gerade. Richtung, ist das weiß? Weißer oder roter Ark oder was das hier ist? Warum ist es zu kalt? Oh, hier sind Hirsche. Der Pelz haben wir in der Truhe, ne? Könnt ihr euch hier Klamotten machen? Nee, das ist so schade. Das Pulver hier alles. Nicht meine Mütze. Nee. Aber du frierst doch. Ist mir egal, ich sterb ja eh gleich wieder. Nein. Wow. Ich bin doch der die ganze Zeit verhungert hier. Ich bin back mit Werkzeug in der Hand. Ja! Na, was bist du? Yay. Oh, ein komisches. Stuffelschwein. Was? So, jetzt hole ich alle dran, was wir brauchen. Was brauchen wir? Stein oder Holz? Holz. Okay, das war eindeutig. Was ist denn falsch mit dir, du Vieh? Lass mich mal in Ruhe. Bist du doof oder was? Wow, was fliegt denn da? Oh, hier sind überall diese Schnuffelbären, ey. Vielleicht soll ich einfach mal absteigen und hier so einen Baum fällen. Ich brauche Wood, um mein Fackelchen zu reparieren. Oh, ja, mit der Eisenachs gibt es so viel Wood, ey. Lecco mio. So viel kann ich gar nicht mehr tragen. Ich bin auch voll überladen. Komm mal her, Pferdchen. Ruhig noch ein Stück näher. Ich glaube, dass ich hier im Redwood bin, aber. Ja, das siehst du an den Bäumen auf jeden Fall. Ja, das sind so mega große Bäume. Hier ist ein komischer Wasserfall. Nein, ich habe schon wieder kein Essen mitgenommen. Aber man kann den Blumen auch essen, ne? Ich glaube. Ich tue es einfach mal. Oh, bunte Farben. Oh. Das ist so ein komischer Hirsch, oder was das ist? Ist das jetzt dein Ernst? Jetzt greift mich so ein Petri an. Oh, ich muss raus hier. Ich verliere Dingens. Oh, ein Dödi. Ein Dödelosaurus. Ah, hier ist dieses komische Faultier. Ich bin gleich tot, nein! Wow. Ah, du siehst ja goldig aus. Machst doch goldige Sachen.
Jetzt kommt ein Schneesturm, willst du mich verarschen? Oh. Nein, ich saß auf dem Pferd. Nein! Mist. Ah, oh, ich weiß noch, was das ist. Wow, okay, jetzt bin ich auch tot. Jetzt weiß ich, wo die Raptoren sind. Mein Pferd wird auch sterben. No. Ihr kleinen Drecksviecher, macht euch weg. Lass mein Pferd in Ruhe. Hallo. Komm her. Beauty, machst du platt hier. Komm, hier. Wow, okay. Ja. Okay, jetzt bin ich dran. So, ich schließe mich mal der Genossenschaft der Pferdeorganisation da oben an. Schön! Wow! Ich wollte dir nur helfen, Nati. Ja, nee, finde ich gut, dass wir jetzt das zusammen machen. Ich glaube auch schon, Mensch. Ihr hasst mich. So nach dem Motto, du nimmst das Ganze nicht ganz ernst. Hier, nimm das. Wie lange muss ich jetzt warten, bis das Bett da respawn-able ist? 5 Minuten, glaube ich. Wow. Wann ist Xavlon gestorben? Gerade vor einer Minute, ne? Ja, ich bin gerade respawned. 3,5 Minuten musst du warten. Okay. Mal. Ich hab mein Leiche gefunden. Bett. Also ein Holz da. Und zum Glück hat der Petri abgehauen, hat das Pferd in Ruhe gelassen. Also seit wann greifen Petris denn an, ne? Let's wait for Romeo to spawn. Hast du ein Ei geklaut? Nein! Und wenn dann nur aus Versehen beim Holzhacken. Aus Versehen, zwinker, zwinker. Dann muss ich das aber auch direkt gegessen haben, weil ich das nicht im Inventar mehr habe. Mysteriös. You kill it by a Mikroraptor Level 45. Du blödes Pferd, warum kommst du nicht her? Wo liegt der Rom, ich bin, wo liegt der Rom, ich bin. Ja, ich kann mich wieder bewegen, es reicht. Ein ganz bisschen. Jetzt kommt Holz nach Hause. Dip 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 dip. Schlimme Augen. Ich bin jetzt an einer Random-Organisation gespeichert, gespawnt. Oh wow, werde ich erstmal angegriffen. Was willst du denn? Hast du mal meine Eier geklaut oder was? Hm. Ja, der hat mich angehauen und irgendwas rausgeholt. Ich weiß noch nicht was, hat noch nicht so im Inventar gehabt. Bestimmt deine. Ein Chip da oder so. Nee, ich hab meine Pringles noch in der Tasche. Als du Pringles in der Tasche hast, hast du immer was zu lachen. Diese Mikroraptoren sind aber echt übel.
300 Holz reingehauen. Die haben wir schon verbraucht. Mhm. Ja, gut. Dann hole ich mal noch mehr ran. Da hinten sind wir die mistigen Alus. Dann bin ich mal kurz zu Hause. So, ich leg mich jetzt im Bettchen und höre euch weiter zum Einschlafen. Mag das mal zu, dann eine gute Nacht dir.